Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Morgen Abend. Danke. Sehr aufmerksam. Ein Abend voller Überraschungen heute. Sehr aufmerksam. Morgen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit für uns hier im letzten kommunistisch orientierten Sender der Welt. Und wir sind natürlich verunsichert. Was singt man, was singt man, was singt man heutzutage, oder? Früher haben wir gesagt, Maikäfer, flieg. Das geht nicht mehr. Heute, ich singe morgen, Maikäfer, flieg. Dein Vater ist bei friedensbildenden Maßnahmen. Umdenken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Die Gewerkschaften haben immer mehr Probleme, noch Teilnehmer zu finden für diese Mai-Demonstrationen. Immer weniger Leute gehen mit. Was will man von einem Land auch erwarten, ja, dessen Bewohner nicht mal wissen, dass Che Guevara der Chef der kubanischen Nationalbank war? Ich hätte es gewusst bei meinem Freund Günther Jauch. Gestern Abend habe ich 4 Quadratmeter Regenwald gerettet. Das ist ja für die Indios. Ja, Che Guevara, das hätte man mich damals fragen müssen bei Wer wird Millionär, als man mich betrogen hat. In dieser gemeinen Frage, was bedeutet Fuck hier wörtlich? Ja, ein Wort, das man nie braucht. Aber Che Guevara, ich habe das Porträt gesehen, das war schön. Damals Fidel Castro hat, ähnlich wie heute Fidel Schröder, eine lockere Runde abgehalten im Parlament und hat gesagt, pass mal auf, du bist Verteidigungsminister, du bist Familienminister und Che, du machst die Nationalbank. Zack, bumm, aus, keine Diskussionen. So lief das damals und so geht das in Kuba seit wie vielen Jahren? 150 Jahren oder was? Ja? Fidel Castro ist ja, glaube ich, seit 120 Jahren an der Regierung und meine lieben Krombacher Trinker, ich sage es wirklich, das mit dem Regenwald, ich selber, ich saufe mich um Kopf und Kragen für den Regenwald. Ich bin jeden Abend so dicht, ja, ich kann nicht mal mehr einen Papagei von einem Indio unterscheiden. Aber wenn ihr morgen in den Wald geht, passt bitte auf, dass ihr mit eurer Krombacher Kiste nicht mehr deutschen Wald zertrampelt, als ihr durch Saufen in Brasilien retten könnt. Helmut Schellert and the Mayflower! Heute Abend haben wir grandiose Musik. Und zwar unser etatmäßiger Trompeter Thomas Heberer hat in diesem Jahr den Nordrhein-Westfälischen Jazz Art Preis erhalten. Wir haben das vor einigen Wochen hier erzählt. Und er ist heute Abend mit seinem Partner hier, der spielt Kontrabass, ist Kontrabass-Professor hier an der Uni Köln. Und sie spielen aus ihrer neuen CD, die heißt What a Wonderful World. Und wenn Sie Opel-Fahrer sind, dann werden Sie sagen, hey, stimmt. Das war doch Sechmo. Die Sechmo-Parodien sind auch ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Was für die? Sechmo, Louis Armstrong. Früher war doch immer so groß, sobald bei so. Sechmo? Der Spitzname von Louis Armstrong war Secho. Sechmo. Ja, ja, Sechmo. Ja, klar. Das hast du nicht gewusst? Komm jetzt mehr zu diesen Kindergartenreaktionen. Das hast du nicht gewusst, dass der Spitzname von Louis Armstrong Sechmo war? Nein, ich habe nicht gewusst. Danke, Sven. Sven kann schon wieder so weit den Kopf drehen. So geht noch nicht, ja? Braucht aber auch nicht bei uns, sondern so weit geht. Ab da ist schon ein neuer Mitarbeiter. So weit. So weit hier. So. Sechmo. Das war doch früher groß bei Karnevalsfäden und Skibällen und so Sechmo-Parodisten, wo der Zahnarzt sich so Schuhcreme ins Gesicht schmiert. Ja? Der eine hat Sechmo gemacht und der andere hat Charlie Chaplin-Parodien gemacht. Mit so einem Stöckchen. Ja. Das war schön, so im Skiball und so. Stundenlange Vorbereitung in der Maske. Vorbei. Und diese beiden Herren spielen heute aus dieser CD Tribute to Louis Armstrong. Louis Armstrong. Chicago Breakdown, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns Thomas Heberer und Dieter Manderscheid. Das hier ist die CD. What
What a Wonderful World. Kann man auch bestellen unter www.jazzhausmusik.de oder man kann sie auch im Laden kaufen. Ja. Ja, es ist etwas für Spezialisten. Es ist großartige Musik, aber wir sagen das gleich. Aber die ganze Sendung ist ja, im Grunde ist das ganze Leben was für Spezialisten. Ja. Oder? Ja. Satchmo. What a Wonderful World. Und dann kommt der, also Charlie, so. Da habe ich immer gerne gesehen, auf den Skibällen und so. Meistens von einer Frau und dann lief irgendwie so Musik, die hieß Monsieur Charlie. Und gestern Abend habe ich ein Porträt gesehen von Chaplin, der ja noch mal mit 54 geheiratet hat, eine 17-Jährige. Die hieß wie? Una! Mit zwei O. Una! Una, komm mal! Ja, das hat er gemacht, um sich fit zu halten. Una, Frühstück! Ja. Ja, und die war? Una. Und die war die Tochter von Eugene O'Neill. Dem berühmten Dramatiker. Berühmte Stücke von Eugene O'Neill. Ich kenne keins. Eines langen Tages Reise in die Nacht. Habe ich noch nie gehört. Einen Mond für die Beladenen. Ich kenne auch nur den Titel. Aber es sind so tolle Dings irgendwie so. Eines langen Tages Reise in die Nacht. So vom Rhythmus her. Eines langen Tages Reise in die Nacht. Sag mal, Una! Wie war das damals, als dein Vater geschrieben hat, eines langen Tages Reise in die Nacht? Das war Chaplin in der Endphase, die letzten 30 Jahre. In einem Haus in Vevey, in der französischen Schweiz. Una, Charlie und die Kinder. Ich weiß nicht, glaube ich, 40 Kinder. Mhm. Und die haben auch alle Interviews gegeben. Und Charlie war viel weg, er hat viel gedreht. Klar. Aber das ist jetzt nicht das Thema, meine Damen, sondern das Thema heute ist, wenn morgen Bundestagswahl wäre, zum letzten Mal in diesem Monat, wie würde unser Studiopublikum abstimmen? Aber nicht nur heute das, wir haben auch noch eine wahnsinnige Überraschung in der Show. Oh ja. Das dürfen wir nicht verraten, aber ich sage mal so viel. Es hat was mit 1. Mai zu tun und mit Amore. Oho. So wie damals bei Charlie und Una. So. Erstens die heutige Wahl, dann kommt der Monatsschnitt, ja. Dann kommt unsere Mitarbeiterwahl und dann kommt das Wahlverhalten, die Änderung, die Wählerwanderung unserer Mitarbeiter seit Beginn des Jahres. Wahlberechtigt heute 242, gültige Stimmen 225, Wahlbeteiligung 92,9%. CDU, CSU 26,2%, SPD 35,1%. Grüne 10,2, FDP 22,2, PDS 6,2. Nichts Aufregendes, außer dass die CDU heute doch relativ weit hinter der SPD zurückliegt. Ja. Das ist relativ normal, das kennen wir, das beunruhigt uns nicht weiter. Jetzt kommt das Politbarometer, oder brauche ich meinen Politkommentator-Stift? Das Politbarometer. Das ist jetzt Ulrich Deppendorf, der ist jetzt Fernsehdirektor des WDR. Ganz genau. Zuständig für Unterhaltung. Er muss die Unterhaltung der ARD sanieren. Bisher saniert jetzt die ARD-Unterhaltung. Er hat gesagt, die 80er-Jahre-Show hätte auch unsere Idee sein müssen. Ja, und zwar vor 2 Jahren. Ja, ARD, hättet einfach nur Wetten, das erfinden müssen. Ja, wer wird Millionär? Und Formel 1 rennen. Und schon wäre es gelaufen. Warum habt ihr das nicht erfunden, ARD? Oder? Ihr setzt euch einfach hin und sagt... Ja, ich erfinde Wetten, dass. So, das Politbarometer im April. Wahlberechtigt 4.153 Herrschaften, Umfrage an 17 Showtagen, gültige Stimmen 3.752, Wahlbeteiligung 90,3%. Im April für die CDU, CSU im Schnitt 26,2, für die SPD 28,7, für die Grünen 13,6, für die FDP 22,1, für die PDS 9,4. Das heißt, für CDU, CSU wäre das, Gewinnverlust. Habe ich das auch nochmal extra? Ja, das habe ich extra. Dann haben wir hier extra. Eigentlich brauche ich hier so einen Laptop, also wo ich so alles so eintippen kann.
So, was bedeutet das jetzt für Gewinn und Verluste? Gleich erfinde ich die Wetten, dass so. Ich warte eigentlich, dass Deppendorf mich anruft und sagt, wir hätten da was. Wollen Sie nicht verstehen, Sie Spaß moderieren? So, Gewinn- und Verlustrechnung März, April. CDU, CSU ist gleich geblieben. Ja. Sehr interessant. Ja. SPD büßte 1,3 ein. Grüne minus 0,7, FDP plus 0,5 und PDS plus 1,5. Entspricht in etwa einem Trend, den man zuletzt auch in Magdeburg sehen konnte. Wir können aber jetzt auch mal den Viermonatstrend einblenden. Und das ist ja das eigentlich Interessante, der Viermonatstrend, meine Damen und Herren. Der Viermonatstrend ist, habe ich das hier? Ja. Wahlverlauf der Parteien. So ganz genau. Ist das ist. Das ja. Heißt Viermonatstrend? Ja. Ja. Der Wahlverlauf der Parteien im Publikum. Januar, CDU 32,9. Nee, CDU, jetzt haben wir, achso, die FDP. Das ist die FDP. Dann machen wir FDP. Ja, das ist die CDU-Liste. Ja, das ist die CDU-Linie jetzt. Lass dich nicht irritieren, dass der FDP nebensteht. Das ist die CDU-Linie. Können wir das korrigieren? Können wir das korrigieren? Das irritiert doch die Zuschauer, wenn jetzt die FDP-Linie bei der CDU. Nee. Wie? Warum können wir das nicht korrigieren? Ja, weil das, guck mal, da ist doch rechts an der quasi Achse stehen doch die Prozentpunkte. An der Y-Achse stehen die Prozentpunkte. Und das kann, ja, aber warum können wir es denn nicht richtig zeigen, so wie sie es gehört? Ja, aber was heißt denn richtig? Wir können doch die CDU da oben nicht bei 50% zeigen, wenn sie die gar nicht hat. Das ist wahnsinnig verwirrend. Mich verwirrt das. Okay. Das ist die Linie der CDU. Ja. So, das heißt Verluste um 6,7 Punkte. Seit Januar, genau. Seit Januar, das sollte Ihnen zu denken geben. Jetzt aber SPD. Jetzt kommt die SPD. Boah. 8% fast. 8 Prozentpunkte. Schuld von Münti. Natürlich, ganz klar, steht in allen Artikeln, Münti hat den Laden im Grunde in die Grütze geritten. Mhm. Visionär, visionär. Ja? Und jetzt auch neue Pfeife noch, Machnik. Ganz genau. Kannte man bisher überhaupt nicht. Pfiff nur kurz auf, ein Ton, buff drauf, weg. Ja? Machnik aus der Münti-Schule. Münti und Machnik werden im Grunde den Kanzler so in die Grütze reiten. Und ich glaube, wenn der Kanzler das merkt, schmeißt er sie beide raus. Ja. Aber vielleicht kann er sie nicht rausschmeißen, weil er sie braucht. Sie sind ja vielleicht gut. Vielleicht können wir das gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass sie ganz toll sind. Ich glaube, dass der Kanzler das will. Er sagt, Münti, Machnik, geht mal raus und macht. Und dann gehen die raus und boom, gewinnt der Kanzler die Wahl. So, und das sieht man ja auch hier eindeutig an diesem Trend. Also, unsere großen Volksparteien sind gemeinsam bald nicht mehr sichtbar. Mhm. Ja, das deutsche Volk ist untröstlich. Kommen wir zu den Grünen. Ja, ansteigender Trend, war doch klar die letzten Monate. Ja, leichte Verluste jetzt im Vergleich zum März, aber ja. Das war ja so ein großer Anstieg vom März zum Februar. Aha, aufgrund ja. Von was? Das war ja auch doch die Zeit des SPD-Kölner Klüngel-Korruptionsskandals. Ja, und natürlich das wieder Comeback von Joschka Fischer genau. Als Parteikämpfer ja. Und die großen Visionen von Claudia Roth. Absolut. Ich habe es genau gesehen, Claudia Roth lässt bei der Begrüßung der anderen Parteivorsitzenden, also da sind ja immer so diese Reihe, der Fritz Kohn, der Lauch, ja, und sie gingen da alle in Berlin vorbei und jeder macht so einen kurzen, so einen kleinen Tipper an der Schulter und Claudia Roth lässt die Hand länger liegen. Das ist Basis. Hand liegen lassen auf der Schulter, ja, weil du magst mich doch, bedeutet das, oder? Du magst mich doch, ja. Weißt du, was ich jetzt gelesen habe? Angelika Beer ist nicht mehr nominiert. Darf ich echt nicht? Ja, die wissen, er hat sich doch so verknallt in einen Bundeswehroffizier. Ja. Habe ich in Bunte gelesen. Haben sich total verknallt irgendwo da unten in, weiß nicht, in Serbien oder Kroatien oder im Kosovo und so.
lassen jetzt da richtig Halligalli. Ja. Aber da geht's ab. Hallo, hallo. Ja. Und die Frau ist ein bisschen sauer wegen der 6 Kinder. Ja, genau. Aber sind es 6 oder 7? 5. 5? 5. 5? Sind die Zahlen überprüft? Ja. Ja. Und die war ein bisschen sauer. Und sie hat gesagt, mein Mann steht so, wenn Angelika Bär im Dienstwagen vorkommt mit Bodyguards. Und jetzt wird sie zeigen, ob die Liebe echt ist. Weil jetzt kommt sie wieder zu Fuß. Nicht mehr gewählt, nicht mehr nominiert. Adios. Bussi und tschö, bin wieder zu Hause. So ist das oft in diesen Beziehungen. Angeblich soll der Kanzler in vertrauter Runde gesagt haben, ich kann den Rudi gar nicht rausschmeißen, sonst trennt sich seine Freundin von ihm. Hab im Spiegel gelesen. Ja? Und der Spiegel, die hören das. Die haben Ohren so groß wie Pizza beim Kanzler drin. Wenn der Kanzler sich abends eine Pizza bringen lässt, damit er gemütlich was essen kann, wenn er Münchi im Fernsehen sieht, das ist keine Pizza, das sind die Ohren vom Spiegel. Und die haben gesagt, der Kanzler hat gesagt, ich kann den Rudi gar nicht rausschmeißen, sonst trennt sich seine Freundin von ihm. Gräfin Tina. Tina. So, jetzt kommt die Liste von der FDP. Ja. Hm. Gut, auch das war klar. Ja. Ja. Und die PDS? 9,4. Das heißt, es wäre doch eine solide Mehrheit für Gelb-Schwarz. Absolut. Für einen Kanzler Westerwelle. Ja. Mit einem Familienminister Stoiber. Ja. 48,3%. So wählte das Team der Harald Schmidt Show im April. Wahlberechtigt 100 Damen und Herren, feste und freie Mitarbeiter, gültige Stimmen 77, Wahlbeteiligung 77%. Das ist sozusagen, wir sind das Magdeburg der deutschen Fernsehunterhaltung. Frustriert, abgebaut, man geht nicht mehr zur Wahl. Gut, natürlich, das ist der Nachteil, wenn einem die gebratenen Tauben an den Kopf fliegen. Zu verwöhnt. Okay. CDU, CSU 14,3%. Ja. Moment. Ich glaube, dass Münti, Machnik und der Kanzler jetzt heulen. Weil das hast du nicht mal mehr in Bochum, in der Currywurstbude, am Bahnhof, was jetzt kommt. Und diese Zeiten sind vorbei, aber hier bei uns, wo man die letzte aktuelle Tageszeitung 1952 gelesen hat, wo man kein Fernsehen hat und wo man gar nichts mitkriegt. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Im Team der Harald Schmidt Show, SPD, 40,3%. Fantastisch. Unglaublich. Ja. Ja, das kommt davon, wenn du die Mitarbeiter nach der Schicht gratis duschen lässt und in die Sicherheitsschuhe bezahlst. Ja. Dann 40,3% SPD und da kann man nur stolz drauf sein. Ja. So, Grüne 15,6%, FDP 16,9% und PDS 12,9%. Das heißt, wenn es nach unserem Team geht, kann die gegenwärtige Koalition entspannt, relaxed und mit einer Power weitermachen, dass es eine wahre Freude ist. Und das ist verständlich, denn es ist großartige Politik. Nur noch 800.000 Arbeitslose. Kein einziger deutscher Soldat irgendwo außerhalb der Ortsgrenze München. Ja. Spitzensteuersatz 20%. Da versteht man, dass junge Leute, die in den Medien arbeiten, sagen, weiter so, Deutschland. Ich kann ein bisschen Stolz nicht unterdrücken. Halten Sie mich nicht für parteipolitisch, aber ich bin stolz. Das ist das Wahlergebnis des Teams der Harald Schmidt Show. Aber ich glaube, es hat sich doch ein bisschen was getan. Und wir haben die Gewinn- und Verlustrechnung im März und April. CDU, CSU plus 6,3. Die haben nämlich ihr Ergebnis verdoppelt. Bei uns. Ja, genau. Ja, sie machen auch jetzt doppelt so gute Politik wie vorher. Ja. SPD plus 5%. Grüne, Hilfe, 11% verloren. Ja. Und das, obwohl Nathalie die Grünen gewählt hat. Erstmals in ihrem Leben. Ja, Nathalie. Sie hat bei uns die Grünen gewählt. Ja. Und was sie zu Hause wählt in Frankreich, das geht uns ja nichts an. Die haben es einfach.
oder? Die haben einfach 40 Kandidaten, wo du weißt, 38 kennt überhaupt keiner. Ja, bei uns macht jeder gute Politik. FDP plus 3% und PDS minus 3%. Sehr interessant. Sehr interessant. CDU und SPD haben enorm komplett die Stimmen von den Grünen mitgenommen. Ja. Und FDP die von den PDS. Ich glaube, das würde auch Nobelpreisträger vor ein Rätsel stellen. Diese Art der Wählerwanderung. Ja. Das heißt, wir haben auch die Wählerwanderung unseres Teams. Na klar. Ja, Januar bis heute bei der CDU. Ja, leichte Zunahme. Na, fast 50% immerhin. Sehe ich das richtig? Sind das 14% am Schluss? Ganz genau. Ja, SPD. Oh, ein kleines Tal. Und dann aber relativ doch deutlich über 40%. Die Grünen. Oh, die haben unser Team enttäuscht. Ja. Wieso das denn? Da war doch gar nichts von den Grünen, oder? Nee. Sehr merkwürdig. FDP, wie sieht es da aus bei unserem Team? Mehr oder weniger gleich bleibt. Naja, schon. Ja gut, auch von 11 auf 16%, ja. Da sind auch irgendwie 40% zugelegt. Ja. Ja. Und bei der PDS? Ich sag's ehrlich, da werde ich nicht schlau draus. Was wollen die? Ja, ich meine, wollen die, soll Honny wiederkommen? Oder Dr. Kohl zum Kaiser gekrönt werden? Oder was? Da ist für mich aber überhaupt keine Tendenz erkennbar. Außer natürlich SPD, aber zu Recht über 40%, denn ich sage es nochmal, das kann man verstehen bei jungen Menschen, dass sie da ihre Zukunft sehen und sagen, das sind Visionen, die ich unterschreiben kann. Münti, 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 Münti. Das beruhigt mich, weil ich hatte schon den Eindruck, ich hätte zu negativ über die SPD in letzter Zeit gesprochen. Nein. Liebe diese Partei. Ja. Weil schon damals wegen Willi wäre ich auch fast mal in die SPD eingetreten. Es stimmt nicht, aber es klingt gut. So, jetzt, meine Damen und Herren, wichtige Vorkommnisse. Wir kommen zu unserem Klassenbuch. Und das Schöne ist, Isabel ist wieder da. Ja. Ja, ich habe sie heute begrüßt am Kaffeeautomaten. Am Kaffeeautomaten ist etwas Tolles passiert. Am Kaffeeautomaten hat eine Mitarbeiterin, ich sage nicht, wer es ist, aus Gründen der Diskussion, heute Morgen 3 Liter Milch verschüttet. Oh. Ich stehe da, wir haben einen ganz tollen Kaffeeautomaten. Ja, also der ist fantastisch. Ich genieße den Kaffee zweimal. Einmal beim Trinken und einmal, wenn er wieder hochkommt, eine halbe Stunde später. Und wir haben rechts einen gekühlten Milchbehälter. Ja, und der Trick ist immer der, du musst es erwischen, dass du, wenn du dir zum Beispiel Milchkaffee machst, den Augenblick erwischst, wo noch Milch in dem Behälter ist. Wir kommen heute Morgen hin, diese junge Dame und ich und ein Kollege. Ja? Die Milch ist leer. Ich sage, kein Problem, ich gehe um die Ecke, wo die Milch bei uns gelagert ist. Hunderte von Milchpaketen. Ich komme zurück, die junge Dame macht den Automaten auf, zieht raus, macht den Deckel auf. Du hast die Milch geholt? Ich habe die Milch geholt. Oh. Ja, entschuldige mal. Ist ja verständlich. Ja, so ein Team kann nur funktionieren, wenn auch der Chef die Milch holt, wo die Mitarbeiter schon 40% SPD wählen. Ja. So. Die junge Kollegin macht den Milchbehälter auf. Ich reiße ab, ja, sie leert rein, 1 Liter, noch 1 Liter und stützt es so mit dem Arm und dem Oberschenkel ab und plötzlich rutscht alles nach unten und 3 Liter Milch liegen auf dem Boden. Und ich sage mir, das ist ja wie bei Kleopatra. Der Boden wird mit Milch gewischt. Und sie hat sich geärgert, weil er war schick angezogen, dunkel und auch drauf. Und sie sagt, ach, mach doch nichts, Niki. Oh. Nee, und wirklich. Ja. Und da habe ich dann natürlich wieder Milch geholt, weil wir haben ja Milch ohne Ende. Ja, klar. Ja, klar. Also Milch ist der Wahnsinn. So, jemand krank? Nein, alle da. Alle da. So. Thema heute war 40% SPD und Regenwald gerettet. So, sonst keine Vorkommnisse? Nein. Nein, keine Vorkommnisse, meine Damen und Herren. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute einen schönen Maibock. Oh, von welcher Brauerei? Von der Privatbrauerei Franz Stegmüller in Flötzing. Wo ist denn Flötzing? Ah, Flötzinger Bräu in Rosenheim. In Rosenheim, ja. In Bayern. Habe die Ehre.
Ein schöner Maibock. Wie viel Prozent hat er? 6 noch was. 7. Ah, ne, hier, 7. 7,0. 7%, das sind 1,3 Quadratmeter Regenwald. Ja. Mit Regenwald in den Bayerischen Alpen. Ja, gleich müssen wir ja in den Mai tanzen. Du tanzt doch bestimmt auch in den Mai, oder? Ich tanze in den Mai und ich stelle natürlich jede Menge Maibäume heute Abend. Habe ich schon immer gemacht. Aber einmal Romantiker, immer Romantiker. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Jetzt kommt wirklich Jazzmusik vom Feinsten. Unser großartiger Kollege Thomas Heberer mit seinem Partner Dieter Manderscheid, bekannt überraschenderweise als Jazzduo Heberer und Manderscheid. Sie bekamen den Jazz Art Preis in Nordrhein-Westfalen. Das ist die CD What a Wonderful World und wir hören daraus die Nummer Chicago Breakdown. Herzlich willkommen, Thomas Heberer, Dieter Manderscheid. Thomas Heberer, Dieter Manderscheid. Das hier ist die CD What a Wonderful World unter www.jazzhausmusik.de. Ja? Und jetzt kommt die große Überraschung. Nämlich unsere große Überraschung, auf die die Damen und Herren fiebernd warten. Was ist das? Wir haben ja keinem was verraten. Wir wollen heute mal einen Maibaum setzen. Sollen wir verraten, wen? Nee, noch nicht. Nein, noch nicht, noch nicht. Aber wir müssen uns erstmal jetzt ein. Jetzt holen wir uns erstmal eine Säge. Jetzt holen wir uns erstmal eine Säge. Obwohl Sven sollte jetzt. Ja, obwohl. Und zwar in unserer Werkstatt. Ja, wir holen erstmal eine Säge. Wir holen eine Säge, denn der Maibaum wird live abgesägt draußen in unserem. Nee, Sven hat schon eine. Komm, dann gehen wir direkt da raus. Sven, du hast schon eine Säge. Der Sven hat schon eine Säge. Okay, obwohl. Oder wir können. Obwohl die Werkstatt ist natürlich auch. Gut, aber wir haben nicht so viel Zeit. So, ja. Hier ist die. Reicht denn diese Säge, um eine Birke abzusägen? Ist das nicht ein bisschen wenig? Das schaffen wir. Schaffen wir das damit? Schaffen wir. Aber es wird anstrengend. Hey, das ist dein Platz? Cool. Boah. Wahnsinn, das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Aber gut, wir haben keine Zeit. Was siehst du zum ersten Mal? Ja, hier so. Das ist ja eigentlich, im Grunde ist es ja eigentlich geil. Eigentlich ist es ja, im Grunde ist es ein viel schlauerer Job als meiner. Ja, natürlich. Man sitzt so hier, sagt, Prost, ja. Also, und dann stecke ich hier. Immer dieses Zeichen. Und da kannst du dich so sehen. Ja, wieso hast du zwei Bildschirme und ich keinen? Ja, du hast doch da vorne auch einen Bildschirm. Da kannst du doch gucken. Das ist aber toll. Das ist ein schöner Platz. Ja, ne? Auch irgendwie hast du noch nie da gesessen? Nee, noch nie. Wie sollte ich da sitzen? Noch nie. Noch nie. Also aber vielleicht sitze ich bald da. Bei der ARD. Und sage, Entschuldigung, die Badehose war doppelt. Die müssen wir einmal abziehen, Herr Schanze. Hoffentlich hat Deppendorf meine Nummer. Hallo, hier ist Deppendorf. So, jetzt gehen wir raus. Ja, gut. Ja? Hast du früher auch ich hab mich verlaufen. So, ich hab mich verlaufen. So, jetzt gehen wir raus und sägen eine Birke. Hallo? Ja. Und sägen, Telefon, und sägen eine Birke ab. Es muss ja eine Birke sein. Es muss eine Birke sein, das ist die alte Tradition. Und es darf natürlich auch eigentlich, muss es so ein bisschen illegal sein. Ja, es muss was Geheimnisvolles haben. Sagt uns Bescheid, Vorsicht, um Gottes Willen, stranguliert. Vorsicht, das Kabel hängt, kann ich euch helfen? Warte, hast du wehgetan? Nee. Ich kann das Kabel mitnehmen. Reicht das Kabel? Wir haben genug Kabel, aber nicht in der Richtung, wo wir es brauchen. Kann ich euch Kabel abnehmen? Mensch, man hilft doch, wo man kann. Heute Morgen habe ich auch schon Milch geholt. Geht das mit dem Kabel weitergehen? Geht die Kamera dran? Sag mir, wenn es zu schwer wird. Ja? So, da hinten sind die Birken. Ja? Das ist übrigens unser Zuschauerparkplatz. Den sehen ja die Zuschauer auch nie mal in dieser Deutlichkeit, oder? Ja. Sagt mir, wenn ich zu schnell gehe, ich kann mich anpassen. Ja? Weil es ist ja häufig so, wenn wir zum Beispiel mit Markus Paslik draußen sind und ein Bäumchen pflanzen oder ein bisschen umgraben, dann schalten wir ja immer erst raus, wenn wir schon draußen stehen. Aber diesen Parkplatz, und ich glaube, dass der Kanzler das zum Beispiel mal gerne sieht, das sind die Autos, mit denen unsere Zuschauer kommen. Wo die herkommen? Neumünster. Neumünster. Vorsicht, das war das zweite Mal. Geht das mit dem Kabel? Nicht, dass es zu Verletzten kommt. Fiegert hat uns. Osnabrück. Neumünster, Osnabrück, Köln. Was ist denn NM? Was in Bayern? Was kann das sein? NM, das ist Neumünster. Ein VW. Noch ein VW. Neumarkt in der Oberpfalz. Neumarkt in der Oberpfalz. Ein Seat. Eine A-Klasse. Überwiegend deutsche Autos. So. Ja? So, schau dir das mal an.
So, geht das? Sollte ich mich nicht einfach... Ja, wäre ganz gut. Ja, dann können wir, oder ist es... Nee, ist toll. Warum fällt? Nee, noch nicht. Ja, warte mal. Ja, was denn? Jetzt bin's wieder ich. Hast du? Der Baum ist angebunden. Wieso ist der Baum eigentlich angebunden? Nicht. Wieso ist der Baum eigentlich angebunden? Noch was, damit das... Das geht nicht. Wieso ist der Baum eigentlich angebunden? Hat unser Vermieter, glaube ich, angebunden, ne? Hat mal eine Schere. Ah ja, oh, hier wird eine Schere. Ja, super. Das ist unser Security. Gerade konfisziert. Ah, guck, da kommt Sven. Vorsicht, nicht, dass du in die Schere fliegst. So, schneid mal ab. Hast du einen Überblick über der Zeit? Danke, Sven. Ist ja eigentlich schon jetzt nicht zulässig, dass Sven uns hilft. So, nee. Jetzt pass auf. Danke. Das ist, wir kriegen ihn eh nicht raus. Doch, doch, doch. Pass auf. Pass auf. Ich drehe ihn. Ist das super, super. Mit bloßen Händen ab. Super schön. Jetzt kann ich aber absehen. Komm, jetzt zeige ich den Rest ab. So. Ja, da sieht man, das hast du oft gemacht. Ja, ich habe die immer an den Kneipen geklaut. Ja, aber schon fertig geschmückt. Ich finde, wie du sägst, das wird ein bisschen hölzern. Unten durch. Hast du es? Hier, komm. Ja, reiß. So. So, jetzt. So, pass auf, den jetzt. Oben rauskriegen. Ja. So. Ja. Ja. Geh du schon mal da hinten ran? Boah! 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 Ah, der Tag. Nimmst du ihn alleine? Na klar! Ja, super. Keine Katze in den Zuschauerhaus. So, den tragen wir jetzt rein ins Studio. Den tragen wir ins, und dann muss er ja noch geschmückt werden. Ja. Es sieht vielleicht natürlich komisch Sven aus. Was Crepe holen. Es sieht komisch aus. Sven holt was Crepe. Ja, Sven kann so ein bisschen. Vorsicht beim Rückwärts gehen. Oder ist ja so ein starker Wind, da verliert man ja richtig die Richtung. Vorsicht! Mach doch mal Platz hier! So, geht das? So. So, hier rein ins Studio. Reicht das mit der Zeit? Ja, natürlich. Sag, wenn wir zu schnell sind für euch. Nee, und sag, wenn ich helfen soll. Ich meine, ist das nicht schwer? Nee, es geht. Es ist auch wirklich einfacher, wenn ich es alleine trage. Echt? Weil zu zweit ist es dann oft so ein Gefummel mit dem Balancieren. Vorsicht, Figret, da ist die Treppe. So, Vorsicht. Vorsicht. Lass mich durch. Jetzt hier um das Glas. So, habt ihr? Ecki, Vorsicht. So. 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 Jetzt. Reiß hier nichts runter von der Theke. Oh, mit der Deko müssen wir aufpassen. So. 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 Jetzt. Jetzt schmücken wir den Baum. Jetzt schmücken wir den Baum. Dann tragen wir ihn, sagen wir zu wem? Oder haben wir schon gesagt? Ne, das haben wir noch nicht. Jetzt tragen wir diesen Maibaum immer hoch, noch allein. Hoch. Und zwar in den ersten Stock. Hier raus oder gehen wir da hinten raus? Ne, da raus. Ich komm wieder, nicht weggehen, ja? Oh, das wird jetzt eng. Das ist doch... Aber der ist auch schön geworden, schön geschmückt. Ah, der ist toll geworden. Oft sind die so lieblos zusammengeklopft. Hier um die Ecke. Gott sei Dank ist so eine Birke biegsam. Ja, natürlich. Man sagt ja auch, der Volksmund biegsam wie eine Birke. So. Hallo? Jetzt kommt der alte Trick, wie kriege ich eine Birke um die Ecke? Ja, hast du es? Hoch! Ja. Hoch! 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 Du machst doch ganz hoch. Ganz hoch, dass wir da... Ah! Ja, ja. So, ja, so super. Ja.
So, Vorsicht. Mal, hoch! Los! So. Ja, mein Ort ist hier. Willst du hinter die Theke legen? Ja, ja, klar. Das ist mehr Überraschung. Sieh, wir stellen ihn da so hin. Ja. Der hält oben. Super aus. Zettel? Rat mal, wer da